Mal rein in die Olga. Man muss auch verlieren können. Kein Anfänger. Das Spiel versauen heißt schlechtes Spiel. Okay. Die Leute sind einfach besser geworden. Ja, immer dieses, also es ist dieses unendliche Thema mit Skill-Based Matchmaking, Chat. Das ist auch etwas, warum ich auch keinen Bock mehr habe auf COD. Weil es wirklich, du streitest dich da bis in die Unendlichkeit. Und da werden auch, manche Leute werden auch richtig sauer, weil sie halt einfach andere Meinung sind. Aber die sind halt noch nicht 10, 11, 12 Jahre dabei. Und die können das auch nicht nachvollziehen, dass man eben nicht jede Runde gegen verdammte Schwitzer spielen will. Und was die auch nicht nachvollziehen können, ist, die erleben die Lobbys gar nicht so wie gute Spieler. Sobald du in diesem Pool drin bist, mit den besten oberen 1%, spielst du ein anderes Spiel. Und die meisten, die dann sagen, oh Bruder, hab dich mal nicht so und so, die spielen sowieso ganz andere Lobbys. Einfach besser wie damals. Wenn du Boto besuchst, bist du in der falschen Timeline. Eu nicht drum wegen des Spam-In. Was bringt dir das, gegen Bots zu spielen, die nix raffen, nur um sich dann krass zu fühlen? Nein, nur um es mal klarzustellen, das Video kam unfassbar gut an, hatte richtig gute Bewertungen und die Kommentare waren eigentlich durchweg positiv. Es gab halt ein paar Leute, die neu auf dem Kanal waren und es immer noch nicht verstehen. Was verstehen, fragt ihr auch euch. Nie dieser verstehen. Abonnent zeigt perfekt. Der SBMM ist halt einfach auf den Obst eine Bestrafung. Und das ist es. Oh, genau, ja. Das letzte Ding ist es. Ich werde in diesem Video erklären, warum wir als Gamer alle zusammenhalten müssen bei dem Thema. Warum wir alle hochgenommen werden von SBMM. Guck mal, ich join der Lobby und ich sehe jetzt schon die Gamertags. Morbi, Blaziken, SX24, Fake. Aber wir können da so viel zusammenhalten, wie wir wollen. Das Ding ist over. Das Einzige, was man nicht was man machen kann, ist die Scheiße nicht mehr kaufen. Und ich mach's ja, Chat. Ja, ich hätte auch eigentlich Bock gehabt, ne, auf die neuen Maps, auf die Oldschool-Maps und so, aber ich habe keine Lust mehr, mir den Mund fusselig zu reden. Jedes Jahr aufs Neue. Einfach keine Lust mehr, Digga. Und Gott sei Dank ist auch Call of Duty schon lange, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt, Chat? Wie lange ist Call of Duty nicht mehr mein Main-Content? Wann haben wir Last of Us 2 gespielt? Vor 3 Jahren? So lange mache ich jetzt Story-Games. Davor habe ich ja mega viel Black Ops 4 gestreamt und dann auch Warzone und so. Aber einfach seit 3 Jahren ist Call of Duty nicht mehr mein Main-Content und eigentlich sogar gar nicht mehr Content. Und seitdem geht's mir einfach besser. Nervlich, zeitlich, seelisch, moralisch. COD ist einfach auch vielleicht nicht mehr der Zeitgeist. Vielleicht sollten die Leute, die immer noch hier mit COD kleben. Klar, es ist immer geil, die Anfangszeit und so, verstehe ich, aber das Spiel ist dann immer tot nach ein paar Wochen. Warum gibt man sich das jedes Jahr aufs Neue und lässt sich dann wieder hypen, ne? Fatality, Azura und jetzt stürzt mein Spiel ab. Hört mir zu, in diesem Video werde ich beweisen, dass SBMM uns alle benachteiligt und ich werde beweisen, dass es überhaupt existiert, okay? Ich habe nämlich einen Account, der heißt Eddie Smurfy. Ich bin sehr stolz darauf, dass es mir eingefallen ist. Und mit diesem Account werde ich euch gleich die Lobbys zeigen im Vergleich zu meinen. Wir gehen erstmal meine rein. Und wenn wir später in Eddie Smurfy reingehen, lese ich euch noch die ganzen Patente vor, die Activision angemeldet hat, um ihr SBMM zu verfeinern. Und ihr werdet aus allen Wolken fallen. Jeder, egal wie gut man in COD ist, müsste das komplett scheiße finden. Jeder von euch. Liked jetzt schon mal das Video. Lasst jetzt ein Abo da, wenn ihr es nicht gemacht habt. Denn ich mag meine Videos. Macht keinen Sinn, dieser Satz. Guckt euch die Gegend. Der eine heißt einfach X, die weint. Das ist ja auch ein witziges Phänomen, Chat. Je besser die Spieler, desto cleaner und kürzer sind die Gamertags. KD, Raffi, X, die weint, Hawks, Ruinkan. Das wussten wir damals schon zu den Halo 3 Zeiten, dass je länger der Gamertag und je mehr Zahlen drinne, desto schlechter meistens der Dreh. Ich zeige euch jetzt meine Lobbys, okay? Ja, ich habe nur Blackstreak. Jetzt zeige ich euch, was heißt, auf meinem Account zu spielen. Ich versuche jetzt wirklich Kills zu machen. Also wirklich mal ein bisschen vorsichtiger zu spielen. Guck mal, wie er reinspringt. Ja, das ist iSmoke. Oh nein, er wartet da auch. Es ist so krank, wirklich. Ich reg mich nicht über die Spieler auf, die gut sind. Ich bin doch selbst ein Sweater. So, ich reg mich nicht über die Spieler auf. Ich reg mich über Activision auf, die es wagen, uns alle ständig und dauerhaft in eine Lobby zu packen. Gerade, guck mal, wie er da springt. Habt ihr es gesehen? Guck mal, was ich für... Unglaublich. Er heißt einfach nur AIDS. Übrigens, ich habe iSmoke gekillt und wurde direkt fast weggetradet von jemandem, der mich jetzt holt und natürlich auch springt im Gunfight. Oh Gott. Ja, er wird so... Ah, da ist er. Wie er hin und her springt, das ist so geisteskrank, ne? Es ist so krank, was für ein Gunfight ich gerade hatte gegen der Löwe, Even Me. Hör ich das an. Rebel Wine kennt sich leiden, der hat mich so... Und das ist so lustig. Menschen, die so etwas schreiben, die treffen... Und ich glaube, wir können uns alle drauf einigen, Chat. Niemand hat Bock, jede Runde gegen solche Leute zu spielen. Außer er ist Competitive-Spieler. Aber dann soll er auch Ranked spielen und nicht Public, ne? Deshalb, das ist die unendliche Diskussion. Und ich habe da auch eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ich kann verstehen, dass sich alle drüber aufregen, aber ich spiele es einfach nicht mehr, weil ich auch keine Lust habe mehr, mich drüber zu ärgern.
Weil das wird, das System wird sich nicht ändern. Treffen niemals auf meine Gegner. Nie. Nie. Nicht in 100 Jahren. Die finden sich so schlimm. Wenn ich mal ein paar Lobbys habe gegen bessere Spieler, dann ist das ja okay. Aber jede Runde, das ist ja auch einfach anstrengend, Chat. Hat man Bock, jede Runde um seine Mutters Ehre zu spielen? Ja, vielleicht mal ein paar Runden, aber doch nicht den ganzen Tag. Also in der Public Lobby, ne? Wenn ich League of Legends Ranked spiele, dann spiele ich natürlich um meine Mutters Ehre, weil ich will ja gewinnen. Aber ich spiele doch nicht. Aber ich spiele ja nicht Ranked, ich spiele Public. Und da will ich nicht um meine Mutters Ehre schwitzen. Dass es SBMM gibt, weil sie diese Dämonenlobbys nicht haben. Ich spiele gegen die heftigsten Dementoren. Die saugen alles aus, was für ein Leben und Erinnerungen in mir drin hat. Konterdrohne ist auch noch oben und ist sogar ausgeglichen, ne? Also, es geht ja auch darum, dass Leute sagen, du kannst nicht immer der Beste sein. Es geht ja nicht. Guck mal, wie er sofort zum Trade kommt für seinen Teammate. Double Stack. Alle pushen. Seht ihr das? Ach, was ist das für eine schöne Welt? So ruhig und entspannt. Schreiben, ja, du musst auch mal der Schlechteste sein und du kannst nicht immer der Beste sein. Es geht doch gar nicht darum. Selbst wenn man der Beste in der Lobby ist, hat das Game keinen Spaß gemacht. Darum geht es. Und das ist bei schlechten Spielern auch so, weil relativ gesehen haben die auch eine Lobby, die ihnen keinen Spaß macht, weil die so immer gleich ist. Jede Lobby fühlt sich gleich an. Das ist meine Lobby und jetzt kommt der interessante Teil des Videos. Aber vorher gehe ich mein Essen abholen. Ich habe nämlich Hunger. Also bis gleich. Wenn jedes Land der Welt Schulden hat, bei wem haben sie dann? Wir gehen direkt in ein Spiel rein, wir akzeptieren alles und bei den Burgern, glaube ich, haben wir weder das Sichtfeld geändert, noch haben wir irgendwas an der Perspektive geändert. Shut up, man! Und ihr seht schon einen leichten Unterschied in den Gamertags. Ihr seht einen leichten Unterschied, Mann. Oh mein Gott, ist das ein Traum? Der Little Beast T420 Hashtag 5867945. Der Many Treader Hashtag 4225856. Der Ilpino, Hashtag 6389982. Ja, man sieht allein an den Gamertext. Die stellen nämlich diese Hashtag-Dinger nicht aus danach. Der hat's ausgestellt, aber die nicht. Man sieht ein bisschen mehr Zahlen. Der Gegner heißt auch Gall 99876. So, und jetzt bin ich ein neuer Spieler. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich mach die Tür auch wieder zu. Und da kommt ein Gegner und ich hab ver-aimt. Hurim 2020, guck mal, gegen was ich spiele. Ich schwöre euch, in meinen 2 Tagen Spielzeit hat mich noch nie jemand so spät angeschossen. Seht ihr das? Seht ihr das? Hinter mir auch einer. Was übrigens auch dreist ist, Chat. Call of Duty leugnet bis heute, dass es Skill-Based Matchmaking gibt. Die sagen nicht direkt, also die lügen nicht und sagen, es gibt es nicht, aber die haben es auch nie bestätigt. Und Fragen darauf, ignorieren die quasi immer. Also die haben nie bestätigt, dass es drin ist. Obwohl jeder weiß, es ist drin. Nein, es gibt keinen. Oh nein, ich will ja keinen Kill machen, ich muss aufhören. Guck mal, wie er schießt, er hat nicht einmal reingeaimt. Guck mal, auch hier nicht reingeaimt. Der braucht gar nicht zu aimen, das funktioniert auch ohne reinzuaimen. Ich heiße zwar Eddie Smurfy, aber das ist nur ein Witz. Das ist ja kein Smurfen, weil wir nicht in einer Competitive Playlist sind. Hier geht es um nichts. Wir sind im Casual Public Mode. Ach, dennoch, die sagen, es gab Smurfen, schon immer. Wollt. Ich wasche gerade. Es gab es ja auch schon immer, aber stark abgeschwächt. Gerade mein Account. Waschen heißt, ich mache ihn richtig frisch. Für den. Hey, sorry, Chat, stimmt, hatte ich veraltete Informationen. Mittlerweile sagen die, es gab es schon immer, aber die lügen halt rum, dass es in der Härte. Ne? Heutzutage Skill-Based Matchmaking, so wie im Ranked bei CSGO, League of Legends, Valorant. Du spielst im Ranked nur gegen gleich gute Gegner. Ist ja auch okay. Muss ja auch so sein. Aber in der Public-Runde doch nicht. Modus, guck mal, der merkt nichts. Ich schieße, der hat sich nicht umgedreht. Immer noch nicht. Ich lauf aus Versehen mal gegen eine Wand. Dann gucke ich mal auf den Boden. Dann schieße ich aus Versehen mal hoch. Dann schieße ich alles daneben. Das nennt man. Ihr wisst ja, Chat, dass ich auch sehr viel Destiny gezockt habe. Und ich habe ja immer noch viele Destiny-Freunde in meinem Online-Zockerkreis. Und Destiny hat auch Skill-Based Matchmaking Multiplayer-technisch kaputt gemacht. Da gibt's auch nur noch Dämonen-Lobbys. Und wisst ihr, was ich spiele, lieber Twitch-Chat? Wenn ich Bock hab, gegen Dämonen zu spielen, dann spiele ich eine Runde Dark Souls, eine Runde Elden Ring, eine Runde Bloodborne. Da spiele ich gegen Dämonen gerne. Aber doch nicht in den Call of Duty-Lobbys. Ich spiele bewusst wie der absolut schlechteste Spieler aller Zeiten. Dass das SBMM-System denkt, ich bin ein Kack-Spieler. Guck mal, wie er die Flagge einnimmt. Er bewegt sich keinen Zentimeter beim Einnehmen. Immer noch nicht. Er wird angeschossen, er bewegt sich immer noch nicht, jetzt ist er tot. Und ich wasche meinen Charakter so 3-4 Mal, also 3-4 Runden spiele ich so. Guck mal.
Jetzt hat er mich erst gekillt und dann weiß das SBMM, okay, wir haben es hier wirklich mit einem nicht so guten Spieler zu tun. Aber SBMM scannt auch alles, wirklich alles. Das heißt, ich darf nicht mal so sliden und double whine und sofort so und dann rein aim. Das darf ich alles. Das, was er gerade, ihr Chat, ihr müsst genau zuhören, bitte. Das, was gerade Haptic erklärt, haben die patentmäßig angemeldet. Das Skill-Based Matchmaking-System analysiert alles, wie ihr spielt. Wenn ihr in einen Raum reinkommt, dann analysiert es, wo schaut ihr als erstes hin, springt ihr, wie schnell visiert ihr an und wie schnell reagiert ihr einfach als Spieler. Dadurch könnt ihr euer Skill-Level dann in eine Zahl, also in einen Algorithmus packen. Das nicht machen. Ich deshalb spielt er jetzt so Lost, um das System zu verarschen. Das glaubt ihr mir nicht? Naja, wie wäre es mit dieser Klausel? Das ist Aufgabe der Analytic und Feedback Engine. Diese Engine analysiert das Spiel, um herauszufinden, welches Gameplay dem Spieler am besten liegt, um ihn dann in die entsprechende Lobby zu packen. Beispiel: Die Engine legt fest, ob gewisse Kombinationen an Spielern in einem Spiel, wie zum Beispiel Sniper oder Run and Gunner, den Spieler glücklich macht. Dazu muss das Spiel eure Spielart analysieren. Wenn ihr also sehr langsam und passiv spielt, dann kommt ihr sehr unwahrscheinlich mit guten Spielern in einen Lobby. In dieser Tabelle seht ihr, wie dann der Koeffizient, also die Gewichtung der Metrik, nach oben angepasst wird, um euren Score zu verbessern, also wie zufrieden ihr in einer Lobby wart. Da hat er mich auch. Schaut euch bitte an, so hat mich noch nie jemand gepusht. Guck mal, er sieht mich und denkt sich, da ist ein Gegner. Das Ding ist, wenn das Spiel jetzt in der Vollversion wäre und ich hätte jetzt einen Skin gekauft, dann hätte ich eine bessere Lobby. Hört es euch einfach an. Die Mikrotransaktions-Engine, dieses Wort sollte unter Strafe gestellt werden, bringt einen guten Spieler mit einem schlechten Spieler in eine Lobby, um ihn mehr zum Kaufen zu bringen. Ein schlechter Spieler will wie der gute Spieler sein, indem er zum Beispiel die von ihm genutzte Waffe kauft. Und das geht auch noch andersherum. Die Mikrotransaktions-Engine analysiert, welche Waffen und auch Skins und sowas von dem guten Spieler genutzt werden und bringt ihn dann mit schlechten Spielern, die diese Waffe nicht nutzen, in eine Lobby. Gebt Geld aus und kriegt bessere Lobbys. Wer von den Leuten am Anfang des Videos will das? Wer? Auf diese Weise verändert die Engine das Matchmaking genauso, dass die Kaufentscheidungen für Ingame-Käufe beeinflusst werden. Na, das habe ich euch vorhin erklärt. Skill-Based Matchmaking gibt euch immer gleich gute Gegner. Jede Lobby fühlt sich gleich an. Wenn ihr dann aber im Shop einen geilen Waffenskin kauft, einen neuen Bauplan, die Waffe dann spielt, bekommt ihr schlechtere Gegner für euch, statistisch gesehen. Dadurch verbindet ihr den Kauf einer Waffe, eines Skins mit einem positiven Erfolgserlebnis danach in der Lobby. Und ihr denkt, oh, das hat jeder von euch mal erlebt. Man hat eine geile neue Waffe und rasiert alles. Ihr wisst, dass es so ist. Auch wenn es das System noch nicht gab. Ihr denkt dann, jetzt habe ich die beste Waffe, jetzt rasiere ich alles. Obwohl ihr einfach nur zufällig mit der neuen Waffe eine gute Runde hattet. Aber jetzt ist es wirklich im Spiel so, wird angewendet, dass ihr gute Lobbys habt, nachdem ihr einen Skin gekauft habt. Und das hat den doppelten Effekt, dass ihr ein positives Ergebnis habt, indem ihr Geld ausgegeben habt und es wahrscheinlich wieder tun werdet. Und die Spieler, die ihr umschießt, die sehen in der Killcam eure geile neue Waffe und euren geilen neuen Skin und denken sich, boah, Bruder, den brauche ich auch. Den kaufe ich mir auch. Quasi pay to win irgendwo. Das ist eigentlich geisteskrank, oder? Jedes Jahr prügeln die einen Call of Duty auf den Markt und die treiben es wirklich auf die Spitze. Also es gibt wirklich, das ist schon auch in die Richtung FIFA. Das ist schon auch in die Richtung FIFA mit ihren Kinder-Casino-Packs jedes Jahr aufs Neue. Das geht schon in die Richtung, finde ich, von der Perversion, finde ich, Chat, ne? Von der Perversion. Deshalb war es für mich zum Beispiel persönlich immer okay, Warzone zu streamen. Warzone ist kostenlos und da muss ich gar kein Geld ausgeben. Wenn ich aber das hier spiele, bezahle ich schon mal den Hauptpreis, also den Vollpreis. 70, 80 Euro. Das ist eigentlich schon echt verrückt, Chat, oder? Eigentlich sollte man die Scheiße so hart boykottieren. Ansonsten wird sich nie was ändern. Und ihr wisst ja, ich gehe ja schon seit ein paar Jahren in eine andere Richtung. Für mich war COD immer Liebe, mittlerweile ist es eine Hassliebe. Ich versuche immer da aufzuklären, ich versuche immer zu sagen, hey, bestellt es euch wenigstens nicht mehr vor, wartet ab, was die Streamer und YouTuber sagen und habt nicht wieder Hoffnung, dass das COD ein Banger wird, weil die Zeiten sind vorbei. Bezahlt nicht wieder 80 Euro und das Game ist nach 2, 3, 4 Wochen eh wieder tot und ihr spielt dann was anderes. Das ist einfach angezündetes Geld. Spart euch das Geld dieses Jahr oder am besten die ganzen Jahre. Ich weiß, dass viele von euch das sowieso machen, besser ist auch. Das arme Geld. Jetzt hat er mich gesehen. Ey, Katie, danke für die 5 Naschis. Es gibt keine SBM mehr. Auch weil das Geld nicht mehr bei Leuten landet, die die Spiele mit Herz und Leidenschaft entwickeln, sondern das Geld landet in den Rachen irgendwelcher geldgierigen Aktionäre, die einfach nur noch mehr Geld wollen. Da endet dann das Geld von uns am Ende des Tages. Ne?
Nee. Gibt es nicht, Leute. Ist nicht existent. Die Leute sind einfach besser geworden. Das ist ja das, was mich am meisten aufregt. Dass Leute wirklich schreiben, die Menschen sind besser geworden. Das Gegenteil. Komm, hol mich. Die Leute sind einfach besser geworden, Leute. Kann man nichts machen. Die sind einfach besser geworden. Das Ding ist, es gibt mehr Casuals als jemals zuvor in der Geschichte von Gaming. Warum? Weil Gaming immer mehr Mainstream wird. Es war damals Nische und mit jedem einzelnen Jahr wird es immer mehr Mainstream. Es gibt so viele neue Spieler. Es gibt auch viele ältere. Guck mal, sieht er mich? Aber das ist nur Zufall, Leute, dass ich in die Lobby komme. Und mit meinem anderen Account wurde ich direkt von 7 Leuten... In meiner Lobby hätte ich nicht eine Sekunde in dem Fenster stehen können. Es gibt keine SBMM. Das Ding ist... Er bewegt sich halt so langsam. Er hat sich wirklich aus seinem Kasten nicht rausbewegt. Er ist die ganze Zeit auf so einem Quadratmeter drauf. Ziele überprüfen. Was war das? Habe ich da was gehört? Es gibt mehr schlechte Spieler denn je. Ist der los? Unfassbar, unfassbar. Guck mal, wie lange er braucht, um das zu merken. Er ist in einer anderen Welt. Und ich will ja nicht gegen so welche Leute spielen. Das muss ich dir auch nochmal sagen. Viele sagen, willst du gegen die Schlechtesten spielen? Nein, ich will einen guten Mix haben. Ich will einfach nicht jedes Mal gegen die Top 5% oder noch mehr, Top 1% aller COD-Spieler spielen. Nicht jedes Mal. Außer in einem Competitive-Modus. Darüber habe ich sogar eine ganze Liga-Serie gemacht. Da will ich SBMM. Da will ich gegen Gute spielen. Was checkt ihr? Jetzt kommt das Ding, Leute. Diese Spieler hier spielen immer gegen Spieler, die auf ihrem Level sind. Und ich zeig euch mal, er hat so hektisch die Nade geworfen. Das Ding ist, auch schlechtere Spieler werden benachteiligt. Warum? Weil ihr immer nur auf eurem Level bleibt. Wenn ihr einmal zu sehr zerstört werdet, dann werdet ihr sofort in schlechtere Lobbys gesteckt, damit ihr das Gefühl habt, erfolgreich zu sein. Das ist wirklich ein Patent. Hört's euch an. Wenn ein Spieler in den letzten Spielen schlecht performt hat, passt die Scoring Engine ein oder mehr Koeffizienten so an, dass das Gameplay leichter für den Spieler wird. Beispiel, wenn ein Spieler öfter als in der Vergangenheit üblich gekillt wird, passt die Scoring Engine genau die Koeffizienten an, die mit dem Skill-Level zu tun haben, sodass er leichtere Gegner und bessere Teammates bekommt, sowie Sessions, die ihm besser liegen, zum Beispiel Maps, die besser für Sniper sind, oder es werden noch andere Koeffizienten angepasst, sodass das Ergebnis seines Scores verbessert werden kann. Das heißt, ihr kriegt die Illusion, besser zu werden, aber werdet nicht wirklich besser. Niemand kann das wollen. Das heißt, niemand hat was davon. Niemand hat was von SBMM. Ah, taktisch, ganz wichtig. Weiter vor und jetzt wieder taktisch warten, oder? Ja. Wichtige Granate, kurz warten und jetzt kannst du rein. Dieses System ist teuflisch. Es raubt sogar eure Daten, ne? Also es matcht sogar je nachdem, wer ihr seid. Das müsst ihr euch einfach mal klar machen. Diese Daten könnten Folgendes enthalten. Gameplay-Stil, welche Rolle man im Team hat, die Länge eurer Zocker-Session, Anzahl der Spiele in einer Session, im Spiel genutzte Ingame-Käufe, Zugehörigkeit zu einem Clan, mit wem ihr gerne spielt, demografische Daten über euch, also euren Standort, euer Geschlecht, euer Einkommen und weiteres, eure Sieg-Niederlage-Quote, eure Score. Einkommen? Hä? Was geht dir mein Einkommen an? Spieler, da ist jemand. Oh, ich hab veraimt. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Und vorbei. Und ich habe leider nur einen Kill. Da wurde ich aber gut gebadet mit ordentlich viel Shampoo. Das SBMM möchte Ergebnisgleichheit. Ich gehe jetzt 1 zu 17 und SBMM denkt sich, okay, er hatte keine gute Runde. Woran liegt das? Und eine Metrik ist Skill. Das heißt, ich werde mit weniger Skill in eine Lobby gepackt. Okay, Claim 9 ist eine komplizierte Grafik und ich erspare euch die ganze Erklärung. Wichtig ist nur, wenn ein Spieler eine schlechte Performance abliefert, werden einige Parameter in der Engine so angepasst, dass er mit höherer Wahrscheinlichkeit auf schlechtere Gegner und oder bessere Teammates trifft. Ihr denkt, das gibt's nicht oder muss für ein Singleplayer-Spiel sein? Nein, das steht in folgendem Patent. Methoden und Systeme für besseres Matchmaking in Multiplayer-Gaming-Spielen von Activision. Und das werdet ihr jetzt sehen. In der nächsten Lobby spiele ich mal richtig, okay? Jetzt denkt das System immer noch, ich bin der Spieler von eben. Passt auf. Ich möchte nochmal dazu sagen, Chat, neue Spieler sollen beschützt werden und neue Spieler sollen erstmal ins Game reinfinden mit der Steuerung. Zurechtkommen. Und ich würde auch Haptik ein bisschen widersprechen. Ich glaube, von Skill-Based Matchmaking profitieren schon Leute, die ja mal eine Stunde oder auch zwei die Woche zocken. Ich stelle mir da immer den Hans-Peter Gustav vor, ne? 35 oder auch schon Richtung 40 mit der Bierbauchplauze, die Haare auf dem Kopf noch weniger vorhanden als bei mir. Zockt mit einem kühlen halben Blonden nach einem anstrengenden Arbeitstag auf seinem 80 Zoll Smart-TV über die Boxen, ne, logischerweise, aber nicht 5.1, sondern normale Boxen, also kein Gaming-Headset, zockt da mal eine Runde am Abend. Währenddessen brutzelt die Frau in der offenen Küche, labert ihn voll
und die Kinder, 4 bis 5, vielleicht sind es auch 10, sprinten währenddessen mit Taktikeinsatz-Sprint und Leichtgewicht sprinten durch die Wohnung und lenken ihn ab. Und der Hans-Peter Gustav will auch mal eine Runde spielen und Spaß haben in COD. Und da soll er nicht auf Haptic Rush, Phalaxi, John Rage und Allotrix die Allerechten treffen und komplett durch die Lobby geschleudert werden. Habt ihr Avengers gesehen, wo Hulk Loki nimmt und einmal hin und her schleudert? Ungefähr das machen wir dann mit dem Hans-Peter Gustav. 50 Jahre. Ja, oder er trifft sogar auf Kaiser. Dann ist ja komplett Ende. Dann geht einfach bei ihm Stromausfall. Weißt du, wie ich meine? Also, ich kann auch verstehen, dass der dann nicht komplett in den Lobbys totgeschossen werden will. Verstehe ich. Dann sollte man vielleicht die Leute, die echt seltener zocken, auch ein bisschen beschützen. Aber jetzt nicht in dieser vollen Härte, wie das System aktuell eingreift, ne? Aber da habe ich noch was. Da habe ich jetzt nur eine Frage. Die Antwort müsst ihr euch selber für euch selber geben. Jemand, der viel spielt, deshalb seine Reflexe, seine Gaming-Intuition verfeinert, trainiert, viele Stunden in ein Spiel investiert, egal ob Call of Duty, sollte der nicht belohnt werden, weil er in dem Spiel besser ist? Und wenn dann Hans-Peter Gustav eine Stunde die Woche spielt, ohne Headset, auf einem viel zu großen Fernseher, dann kann er nicht dasselbe Ergebnis erwarten, wie jemand, der jeden Tag 5, 6, 7 Stunden spielt. So funktioniert halt eigentlich unsere Welt. Aber COD sagt sich, ja, nö, der soll genauso viel Spaß haben. Und warum? Die denken nicht an den Spaß, sondern bei denen ist gleich Spaß gleich Geld. Der Hans-Peter Gustav, 50 Jahre, 10 Kinder und Frau am Kochen, soll nämlich nächstes Jahr wieder Call of Duty kaufen für 80 Euro im Mediamarkt. Nur darum geht's. Gar nicht um Skins, weil Hans-Peter Gustav, der spielt gar nicht so viel, der kauft sich keine Skins, aber der soll nächstes Jahr wieder 80 Euro im Mediamarkt hinblättern, spielt einmal die Singleplayer-Kampagne auf leicht durch und dann spielt er ein bisschen Multiplayer. Puff, peng, hast du nicht gesehen. Nur deshalb gibt's ja dieses System. Und ich, wie gesagt, ich finde es okay, wenn neue Spieler und auch meinetwegen Spieler, die selten spielen, von diesem System beschützt werden, aber Leute, die viel spielen, die müssen auch gegen bessere Spieler spielen, um besser zu werden. Vielleicht, wenn ihr euch zurückerinnert, Chat, eure alten COD-Zeiten, eure Anfangszeiten, niemand von uns war von Anfang an gut. Das ist so ein riesiges Thema, passt mal auf. Ich war ein kleiner Pisser, da habe ich mit meinen Homies damals, mein Freundeskreis war ja Halo. Auch in der Schule hatten fast alle eine Xbox, keine PlayStation tatsächlich. Bei mir auf der Schule und in meiner Jugend, in meinem Freundeskreis, war Halo der Shit. Erst Halo 2 und dann Halo 3. Und wenn wir bei Halo krasse Spieler getroffen haben, in den, da hat man auch immer so Public-Private-Lobbys gezockt, also öffentliche Private-Lobbys, gegeneinander, mit unendlich Kills teilweise, einfach halt spielen, immer mit Sniper, Battle Rifle. Und wenn da Leute in der Lobby waren, die extrem gut waren, dann war das so geil. Wir waren so richtige kleine Fanboys von denen, weil die waren krasse Spieler. Wenn die uns umgewichst haben, dann haben wir das gefeiert. Dann haben wir alles analysiert, wie spielen die. Oh mein Gott, wie kann der 80 Kills mehr haben? Oh, da oben ist ein Spot, wo der Head glitscht und so. Oh krass, guck dir mal an, wie gut der snipen kann. Wir waren voll impressed von denen. Die waren für uns Götter. Und so sind wir auch besser geworden, indem wir uns an guten Spielern orientiert haben und halt, ne, auch mal weggehauen wurden von denen. Pass auf, gegen was ich jetzt spiele. Bei COD war es genauso. Ich unbedingt noch einstellen. Guck mal, gegen was ich spiele. Unglaublich. Keiner merkt, dass ich komme gerade. Keiner. Keiner von denen merkt. Hier. Hinter mir habe ich was gehört. Müsste gleich mal kurz meine Sensi ändern. Schau mal kurz meine Streak raus, die ganz viele Kills machen wird, weil die Leute hier nicht sofort aus dem Spawn laufen. Oh, ich habe Kills gemacht. Hör ich gerade? Ja, da, die ganzen Kills. Da ist auch noch einer in mein Ding gelaufen. Tot. 12-0. Hier da oben, glaube ich, jemanden. Ja. Und ich habe das ja auch, Chat, letztes Jahr gemacht, damit ihr auch nochmal wisst, was das ist. Smurfen ist, wenn ihr einfach einen Account 5, 6, 7 Runden, also da haben Leute Tests gemacht. Wie lange analysiert denn das Skill-Based Matchmaking euren Skill? Es sind ungefähr die letzten 5 bis 7 Runden. Dann müsst ihr 5 bis 7 Runden scheiße spielen, damit ihr 2, 3, 4 Runden geile Lobbys habt. Ist natürlich mega der Aufwand. Was aber, ja genau, Reverse Boost nennt man das. Was aber auch besser funktioniert ist, ihr spielt einmal einen Account scheiße und das ist dann euer Neffen-Account und mit dem Neffen-Account sucht ihr gemeinsam. Deshalb sagen die immer Neffen. Und wenn der Neffe gebadet wird, der wird gewaschen, der Neffe, also bettfertig gemacht, dann macht man den Account schlechter. Und dann sucht man mit dem Neffe zusammen und findet dadurch eine Mixed-Lobby. Man trifft nicht die absoluten Vollloser, sondern ihr seid ja ein guter Spieler und euer Neffe, euer Account, den ihr schlecht gemacht habt, ist ein schlechter Account. Und dadurch kriegt ihr dann ungefähr so einen Durchschnitt und spielt dann gegen von euch aus gesehen zwar schlechtere Gegner,
aber da sind auch ein paar gute drin, ein paar schlechte. Also einfach eine Mixed Lobby. So wie es früher eigentlich auch immer war. Ne? Einfach eine Mixed Lobby. Und ich glaube, Chat, wenn XDivined das richtig macht und XDivined bei einer breiten Masse gut ankommt, dann wird es einfach so schön sein, mal wieder einen ganzen Abend einen Shooter spielen zu können und man hat mal eine Runde, wo man einfach 90-0 geht, meinetwegen, und die andere Runde muss man um seine Mutters Ehre spielen für 40 Kills. XDivined, habe ich gesagt. Nervt mich nicht, Chat, gleich Cam aus. Und ich glaube, das ist auch das, was Spaß macht. Niemand von uns will jede Runde 100-0 gehen. Weil bei 100-0 jede Runde ist es auch irgendwann nothing special. Das nutzt sich dann ab. Das macht dann auch irgendwann keinen Bock mehr nach ein paar Tagen. Aber wenn man immer unterschiedliche Runden hat und auch je nachdem, wie gut man selber gespielt hat, die Runde, das ist ja das, was Spaß macht. Deshalb zocken wir ja. Zocken ist ja eigentlich zum Spaß machen und Unterhaltung. Und nicht, weil irgendein System im Hintergrund mich verarschen will. So, da unten sind auch Leute ein. Einer pusht mich. Ja, Gott sei Dank habe ich den geholt. Jeder andere Sweater hat mich in der Situation jetzt gekillt, ne? So, ich gehe jetzt mal rein, um euch zu zeigen, wie die im Gunfight sind. Hinter mir. Guck mal, was ich alles überlebe. Guck mal, wie ich einfach noch nicht tot bin. Guck mal. Guck mal, was ich spiele. So ein Traum. Digga, die Waffe ist ja überkrank. Ist so geil. Es ist so eine geile Laser. Lobby. Unglaublich, gegen ist das die ACR-Chat, die neue? Ich kann es einfach nicht glauben, gegen was ich hier spiele. Und ich will nicht nur gegen die spielen. Das ist nur ein Extrembeispiel, ne? Weil das SBMM denkt, ich bin einer der schlechtesten Spieler im ja, Spiel. Ich will mega geil. Dieses Extrembeispiel. Und wenn ihr euch dran erinnert, Chat, dieses Skill-Based Matchmaking, diesen Test, hatte Kaiser, die allerechte Geek-Brille, und ich hatten das ausprobiert. Ich hatte, glaub, mit Annikas, also Anayas Account gespielt. Sie hatte eine 08er, 09er Quote. Und Kaiser, die allerechte Geek-Brille, hat mit einem ganz neuen Account gespielt. Und dann haben wir, das war noch zu der Zeit, da gab es nur Dreier-Teams. Es gab, glaub, nicht mal Solo-Duo. Wir haben einfach zu zweit Dreier-Team gespielt und easy einen Win geholt. Klar, Kaiser hat dann auch am Schluss die letzten 10 umgeholzt, ich war tot. Aber die Lobby war einfach nur das XXL-Spaßpaket. Und das haben wir vor, keine Ahnung, 3 Jahren haben wir das schon getestet. Und das war drinne. Es waren einfach Krabben. Beispiel nicht. Ich will euch nur an der Extreme zeigen, wie extrem SBMM ist. Da ist jemand, der hat nichts getroffen leider. Schade. Den ist so schwindelig. XDivined soll bis Level 15 Skill bis Matchmaking haben. Danach ist aus. Absolut okay. Meinetwegen auch bis Level 20 oder so. Wie gesagt, neue Spieler sollen okay Lobbys haben, erstmal die Charakter ausprobieren, die Waffen ein bisschen hochleveln, die Maps erkunden, aber irgendwann sollen sie entlassen werden, raus in die große, weite Welt. Ich bin kein kleines Kind, was in Watte gepackt werden will. Die haben sowas noch nie gesehen. Und irgendjemand, der auch beschützt werden will von irgendeinem System, während er zockt, Bruder, sei mir nicht böse, aber im Gaming, wenn du nicht gut bist, dann wirst du halt in den Arsch gefickt. Das ist halt so. Dann musst du Hello Kitty spielen gehen. Oder Barbie im Wunderland. Danke. Shotgun. Willst du eine Shotgun? Hast du Bock auf eine Shotgun? Du auch? Schade. Weiter geht's. Ja, dann kommt hier aber jemand. Den hole ich, obwohl ich gestunt bin. Dann kommt noch jemand. Jetzt bin ich in deren Spawn. Jetzt drehen sie richtig. Boah, die Waffe sieht schon sehr sachen aus. Jetzt sind sie richtig rallig. Jetzt wollen sie mich haben. Ach komm. Und tot. Okay. Und meine Hoffnung ist, Chat, und gerne da eure Meinung mal zu reinschreiben, meine Hoffnung ist, dass durch dieses Skill-Based Matchmaking irgendwann trotzdem viele Leute gut genug geworden sind und dann abgefuckt sind von diesen Schwitzer-Lobbys und sich dann langsam die Stimmung dreht. Dass die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Skill-Based Matchmaking. Aber das wird erst in ein paar Jahren sein. Und ich hoffe, Microsoft hat ja Activision gekauft, dass Microsoft dann irgendwann einen anderen Ansatz versucht, vielleicht. Was ist denn mit eurer Franzi-Mausi, Chat? Habt ihr es nicht? Kommt ihr klar oder was? Meine Fresse. Dass irgendwann sich das System ändert. Also, dass meinetwegen Skill-Based Matchmaking noch drin ist, aber hart abgeschwächt. Weil einfach ein zu großer Spieleranteil sonst von dem System abgefuckt wird. Ach so, sie wird von Haptic die ganze Zeit geholt. Ja, die Franzi-Mausi, die Arme. Zack, Eddie Smurfy, let's go. Das Ding ist ja, jeder hätte mehr Spaß an COD, wenn es keine SBMM gäbe. Jeder, von den schlechtesten Spielern bis hin zu den besten. Und ein Argument war, oh Gott, was ich hier spiele. Die erfolgreichste Zeit von COD überhaupt war, als es kein SBMM gab. Da war COD am erfolgreichsten. Teilweise über 1 Million Leute gleichzeitig online auf einer einzigen Konsole. Ja, hat Haptic reicht. Da war das Spiel spielerisch am erfolgreichsten. Aber jetzt ist es leider finanziell am erfolgreichsten. Das ist das Problem. Das Spiel ist gefühlt tot. Was reicht? Hä? Hat er reicht? Hat er recht. Spielerisch von den reinen Online-Zahlen. Aber jetzt verdienen die halt am meisten Geld. Das ist das Problem. Ja, Chat, der Streamer hat sich versprochen. Gleich mache ich hier wieder den Naruto-Run. Meine Fresse. Ach, der Auskummer.
Unglaublich. Nach der Aussage von einigen Leuten ist es ja kacke, wenn man immer aufs Maul bekommt. Dann hört man auf zu spielen, hat keine Motivation mehr. So ein Bullshit kann er mich nicht holen. Er pre-aimt doch schon. Ich ver-aim alles, wie könnt ihr mich nicht holen? Die Historie zeigt, es ist ganz anders. Guck mal, wie geil das Game ist, wenn es läuft. Guck mal, wie geil das ist. Unglaublich. Die Historie von COD sagt was ganz anderes. Je mehr die Lobbys durchmischt waren, desto besser kam das COD an. So, das Game ist vorbei. Und 66 Kills, obwohl ich die ganze Zeit gelabert habe. Es nervt so, dieser Sound! Guck mal, die Killcam sieht einfach aus wie ein COD-Trailer. Er hat's einfach nicht gemerkt, er hat einfach weitergemacht. Er hat's einfach nicht gemerkt. Die merken einfach nichts, Triple Kill. So. Guck mal. Und ich hatte Bock auf diese ganzen Oldschool-Maps, Chat. Aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe jetzt wieder auch sehr lang mit euch und ausführlich darüber geredet. Aber klar, wir reagieren ja auch auf ein Video von Haptic. Ich habe keine Lust mehr, mich den Mund fusselig zu reden, jedes Jahr über dieselbe Scheiße mich aufzuregen. Ich kaufe und spiele den Dreck einfach nicht mehr. Ich werfe dem keinen Achi mehr in den Rachen. Und ich habe auch keinen Bock, mich down zu boosten, also reverse zu boosten, oder mir das Game noch ein zweites Mal zu kaufen, damit ich dann mit einem Neffen-Account zusammen die Lobbys suchen kann, damit es überhaupt spielbar ist. Da habe ich auch einfach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann spiele ich nochmal Witcher 3 auf Platin oder God of War 120 Hertz 2K auf dem PC oder Red Dead Redemption oder mach irgendeinen geilen Pokémon Nuzlocke Run. Da habe ich mehr Bock drauf, Digga. Das ist wirklich, das SPMM-System ist gerade, er hat mich nicht gekillt, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt kommen alle hier einfach reingelaufen. Guck mal, keiner holt mich. Meine Muni ist leer, da hinten. Unglaublich. Assassin's Creed Valhalla habe ich tatsächlich schon Platin, aber die ist noch nicht. Diese Lobbys, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Guck mal, er merkt nichts. In meinen Lobbys hätte er sich schon 100 Mal umgedreht. Diese ganzen Standard-Skins. Erinnert ihr auch noch, Chat, euch dran? Recht am Anfang von Warzone, in dem ersten Monat, war manchmal das Skill-Based Matchmaking kaputt nach einem dicken Patch. Da hast du auf einmal ganz viele Standard-Skins gesehen und die waren so giga-lost. Das war geil. Da war irgendwie das Skill-Based Matchmaking kaputt für ein paar Tage. Da konntest du so geile Lobbys finden, ohne dass du mit einem Neffen-Account oder so suchen musstest. Das war geil. Immer dieser fette Skin mit dem Helm war da immer am Start. Ach, schade, 17-0. Also wir Gamer müssen zusammenhalten. Niemand darf dieses SPMM-System akzeptieren. Niemand von uns, wirklich. In dem Punkt müssen wir alle eins sein und alle dagegen sein, gemeinsam. Egal wie gut man ist, hier müssen wir zusammenhalten. Das soll der eine Fakt sein, unabhängig vom Spiel, unabhängig von allem. Das ist ja ein Trend in ganz vielen anderen Spielen auch. Ah, schade, Bruder. Ihr habt einfach Chancenungleichheit. Ihr spielt nicht so, wie ihr wirklich seid. Ist es das, was ihr möchtet? Wollt ihr wirklich einfach hochgehoben werden an eine Position? Ja, ihr schafft sich alleine. Wir helfen euch. Wollt ihr das sein? Wollt ihr der Spieler sein, der alles geschenkt bekommt? Wollt ihr das sein? Ist es das, was ihr wollt? Keiner checkt hier. Keiner checkt die Lane. Keiner checkt, wo ich bin. Keiner macht es. Unglaublich. Guck mal. Die liegen einfach nur drin und machen nichts. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt keine SPMM. Die sagen, die Spieler sind besser geworden. Das sagen sie unironisch. Sei mal ehrlich, Leute. Wie geil ist das Video anzuschauen gerade? Wie man so Kills macht und so. Wie geil ist das Video jetzt gerade anzuschauen? Im Vergleich zu, wenn man sonst nur einen Arsch gibt. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen mit dem Video. Das COD ist eins der besten, was wir seit langer Zeit hatten. SPMM muss raus. Es muss komplett raus. Und als Lösung für ganz schlechte Einsteigerspiele habe ich einen Vorschlag. Eine neue Playlist. Einfach eine Playlist. Die ersten 50 Level seid ihr in eurer geschützten Welt. Könnt euch rantasten, könnt ein bisschen lernen und dann werdet ihr in die andere Welt entlassen. Und da werdet ihr besser. Wir alle waren mal Noobs. Das ist ja das Ding. Niemand wird als guter Spieler geboren. Wollt ihr immer nur das Gefühl haben, besser zu werden? Digga, nervt da! Wollt ihr nur das Gefühl haben, besser zu werden? Oder wollt ihr wirklich besser werden? Das ist hier die Frage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Au! Zockst du wenigstens die Beta? Nein, Marc. Weil es ist unspielbar, Marc. Die Lobbys, in denen ich spielen würde, ich gehöre zu den besten 1%, es sind nur Geeks mit vergeekten Namen, die alle die gleiche Schwitzerwaffe spielen und ihre Mutters Ehre spielen und um die Ecke springen. Da habe ich keinen Bock drauf, Bruder. Das bringt mir nichts. Weißt du, wie ich meine?